nur so eine ganz kleine Gruppe von Menschen, nur so ein winziger Teil von der Gesellschaft, das Geld von den Krankenkassen und die Wartezimmer und die Terminlisten völlig überdurchschnittlich strapazieren und was dagegen tun möchte, dann musst du ja nicht noch mehr Menschen schneller abschieben, sondern einfach Deutsche über 70, dass du die einfach tötest. Bitte was? Herzlich willkommen, liebe Freunde! Und herzlich willkommen zu Clownies Moritz Neumeier, Ultra-Walker-Humor, schießt in seiner Härte gegen die weiße Mehrheitsgesellschaft so weit über das Ziel hinaus, dass selbst das öffentlich-rechtliche Publikum vergisst, darüber zu lachen, Welt. Glaubt ihr nicht? Doch, hier ist die Reaktion des Publikums, nachdem er den Witz erzählt hat. Ja, die waren ja sehr begeistert, Moritz. Und ich glaube, der eine, der da lacht, der hat sich dazu gezwungen, damit die Situation nicht noch komischer wird. Der hat sich gezwungen, da noch den Witz drin zu sehen und nicht ein ehrliches ideologisches Glaubensbekenntnis. Ja, ich hatte mir, habe ich nicht mit mehr Reaktion gerechnet, als der jetzt kam. Warum machst du dann so einen Witz, Moritz? Ich glaube, du dachtest, das wäre ein richtiger Brüller, aber ich glaube, die Zeit dafür war noch nicht reif. Der Witz, um den es geht, werde ich euch gleich noch präsentieren. Keine Sorge, Leute, aber einige Dinge müssen vorher gesagt werden. Das mit dem Humor in Deutschland, das ist so eine Sache. Ich bin selbst jemand, der sich durchaus mal den ein oder anderen Witz auf die eigenen Kosten gefallen lassen kann. Ihr kennt mich, ich habe Humor und das gehört nun mal auch dazu. Jedoch ist der Humor und die Satire der heutigen Zeit im Deutschland 2023 gerade in den Öffentlich-Rechtlichen durch bestimmte Merkmale gekennzeichnet, die ihn, den Humor, zu einem linientreuen Glaubensbekenntnis und Propagandainstrument pervertieren lassen, der nicht mehr vermag, als mit Wortspielen ausgeschmückte Linksnarrative zu pushen und als gegen die gesellschaftlich durch genug Propaganda etablierten Unterdrücker der Gesellschaft die weißen Deutschen auszuteilen, und zwar aus vollen Kübeln. Oh, hallo! Wie geht's? Schön, dass du da bist. Bist du auch neu in Deutschland? Dann komm mit, ich zeig dir, wie es bei uns ist. Nun sehen wir Klaus und Emma im Gespräch. Wo geht es zur Polizeiwache? Geradeaus und dann rechts. Es gibt kein Rechtsextremismusproblem bei der Polizei. Nein. Der Humor der heutigen Zeit darf nur noch nach oben treten, wobei oben in der Art definiert ist, dass man nur innerhalb der eigenen Gruppe über die eigene Gruppe scherzen darf oder eben nach oben treten darf. Dies ist folgend definiert. Es geht um Marginalisierung. Ein heterosexueller weißer Mann darf nur über seinesgleichen scherzen, nicht über Frauen, da er sie ja unterdrückt und er privilegiert ist, das wäre dann sexistisch. Ihnen, den Frauen, ist es jedoch erlaubt, neben sich selbst auch über weiße Männer zu scherzen, die patriarchalen Unterdrücker. Ihr wisst es. Ich bin fest davon überzeugt, dass vom Feminismus im besten Fall alle Geschlechter profitieren. Also klar, nieder mit dem Patriarchat. Eine weiße Frau sollte sich jedoch nicht erdreisten, einen Witz über einen homosexuellen Mann zu machen. Diese dürfen in der Denke jedoch über Heteromänner und Frauen scherzen, jedoch nicht über People of Color. People of Color jedoch dürfen... Und ihr seid einfach nur weiß, aka privilegiert. Und so weiter und so fort. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Innerhalb der, wie ich sie nenne, Privilegien- oder Unterdrückungspyramide ist nur nach unten treten erlaubt. Und das denke ich mir nicht aus. Das ist ein gängiges Narrativ in der Linken. Genauso hat es zum Beispiel auch Frau Leonie Löwenherz damals bei Maischberger bestätigt. Also wirklich, ich denke mir das nicht aus. Hört mal hier rein. Es ist was anderes, wenn ich als lesbische Frau einen Witz über Heteromänner mache. Da trete ich nach oben. Das sind die Menschen, von denen ich Diskriminierung erfahre. Wenn diese Männer aber lesbenfeindliche Witze über mich machen, dann hat das eine ganz andere Machtebene. Und diese Machtebenen sind eben sehr komplex, innerhalb auch von Communities. Ich meine, wir sind beide Teil der LGBTQIA+. Ja. Gleichzeitig ist aber Herr Kerkeling ein Mann und ich eine Frau. Also ich habe durch mein Geschlecht noch mal weniger Privilegien, gleichzeitig sind wir beide weiß, gleichzeitig haben wir beide keine sichtbare Behinderung, sind also auch innerhalb unserer Community extrem privilegiert. Ja, ich denke, sie hat es genauso erklärt, wie ich es euch gerade wiedergegeben habe. Der einzige Humor, der wirklich erlaubt ist, ist der sogenannte Machtebenen-Humor. Nun haben wir im heutigen Fall Herrn Moritz, das ist nicht links, das ist logisch, Neumeier. Das ist ja nicht links.
Das ist doch logisch. Er ist ein heterosexueller weißer Mann, daher ist das Aufwartenfenster seines Humors darauf beschränkt, nur über Weiße zu scherzen, die weiße Mehrheitsgesellschaft. Und da sie in der woken Klassengesellschaft eben die Rolle des größten Oppressors einnehmen, ist da so ziemlich alles erlaubt. Alles. Im Falle von Moritz Witz schöpft er dieses ungeschriebene Recht völlig aus und stellt einen Gedanken, natürlich rein satirisch, mit ganz viel Humor, was wir an der Reaktion vom Publikum sehen, in den Raum. Das alles natürlich von euren GEZ-Gebühren bezahlt. Und zwar in der Sendung Till Reiners Happy Hour, Primetime Comedy mit Herz, Hirn und Humor. Film ab. Okay, wenn man jetzt davon ausgeht, dass wirklich 300.000 eigentlich abgeschobene AsylbewerberInnen natürlich, jetzt uns die Zahnarztplätze wegnehmen, dann wäre das ja so, dass wenn die zu den 30.000 Zahnarztpraxen gingen, ne, dann wären das ja pro Praxis einfach 10 Termine im Jahr. Das ist ja jetzt einfach Mathe. Wenn man dann also sich darüber aufregen möchte, dass nur so eine ganz kleine Gruppe von Menschen, nur so ein winziger Teil von der Gesellschaft, das Geld von den Krankenkassen und die Wartezimmer und die Terminlisten völlig überdurchschnittlich strapazieren und was dagegen tun möchte, dann sollte man die Leute abschieben. Also ich meine, Merz' Aussage bezog sich ja ausdrücklich auf Ausreisepflichtige. Also Leute, bei denen schon klar ist, die wollten Deutschland hinters Licht führen. Diese Leute müssen nach Hause. Das ist Fakt. Und die Aussage bezieht sich ja darauf, dass du selbst, wenn du mit dieser Absicht der Täuschung nach Deutschland gekommen bist, ne, das sind Leute, die sind ausreisepflichtig. Also selbst unsere entgegenkommenden Behörden konnten da nichts machen und mussten sagen, nein, du hast kein Bleiberecht. Dass selbst diese Leute trotzdem aus öffentlichen Geldern finanziert, versorgt werden, und zwar nicht nur durch gewisse Zahlungen, die den Lebensunterhalt sichern sollen, sondern natürlich auch medizinische Dienste. Die Gesamtkosten für die ärztliche Versorgung von Flüchtlingen belaufen sich auf jährlich 690 Millionen Euro. Aber Moritz, der schlägt ja eine ganz andere Lösung als Abschiebungen vor und die hat es in sich. Dann musst du ja nicht noch mehr Menschen schneller abschieben, sondern einfach Deutsche über 70, dass du die einfach tötest. Bitte was? Sondern einfach Deutsche über 70, dass du die einfach tötest. Ja, ich hatte mir, wie gesagt, habe ich nicht mit mehr Reaktion gerechnet, als jetzt kam. Da versucht er diese zugegebenerweise verständliche Reaktion des mehrheitlich weißen Publikums etwas zu überspielen, indem er einen Witz darüber macht, dass die Reaktion ausbleibt. Ja, ich hatte mir, wie gesagt, habe ich nicht mit mehr Reaktion gerechnet, als jetzt kam. Hast du das wirklich, Moritz, oder dachtest du, boah, das wäre jetzt ein Brüller, einfach mal zu fordern, als Alternative zu Abschiebungen von Leuten, die bisher auch noch nicht wirklich eingezahlt haben in das System, aus dem sie, trotz der Tatsache, dass sie ausreisepflichtig sind, Geld entnehmen, als Alternative einfach vorzuschlagen? Man müsste ja einfach, also das ist ja auch auf so einer Ebene vermessen, Moritz. Wie vermessen ist das denn bitte? Dass du hier die Alternative vorschlägst, natürlich rein humoristisch und satirisch. Das war kein linksextremer Dog Whistle oder so, dass die über 70-Jährigen einfach, naja, du hast es ja selbst gesagt, dass man denen den Gar ausmachen sollte oder so. Ich lese ja auch nur ab, was da steht. Das ist seine Sendung, nicht meine. Der liest ja nur ab. Den Witz, den hat er selbst gar nicht geschrieben. Also ein ehrliches Lachen erkennt man auch daran, dass man mit seinen Augen lacht. Und ich glaube, dieser Mann in der Mitte hier, der hat begriffen, dass dieser Mann hier gerade einen Witz darüber gemacht hat, die Deutschen über 70. Naja, ihr wisst schon. Ach Moritz, Mensch, der Witz ist nicht gut angekommen. Abgesehen davon ist der halt auch nicht witzig. Also wie gesagt, also ich bin bereit, auch über mich selbst zu lachen. Auch ich kann durchaus meinen Gefallen an morbiden Witzen finden. Ja, das war eindeutig ein morbider Witz oder es war als Witz gemeint, zumindest oberflächlich. Aber der ergibt ja keinen Sinn. Ein Witz würde ja auch davon leben, dass das irgendwie Sinn ergibt. Aber die über 70-Jährigen, die haben seitdem sie angefangen haben zu arbeiten, in dieses System eingezahlt. Mehr als 50 Jahre, Moritz. Und deine Pointe besteht nicht darin, dann die über 70-Jährigen abzuschieben, sondern, naja, das andere mit ihnen zu machen. Das ist ja nicht logisch. Das ist doch links. Und ich meine, es ist doch jedem Einzelnen, der hier zuschaut oder der im Publikum sitzt, klar. Ein ähnlicher Witz
in die gegenüberliegende Richtung. Mit weniger als 0,1% der Intensität, wie sie hier bei Moritz vorgekommen ist, wäre nicht nur undenkbar, unmöglich, unsagbar, sondern wäre ein handfester Skandal. Der wahrscheinlich größte Comedy-Skandal, den Deutschland je hervorgebracht hätte. Wir hätten Sondersendungen bei Maischberger, bei Hart aber fair, bei Anne Will, bei Maybrit Illner. Alter, dieser Witz hätte wahrscheinlich sogar dafür gereicht, die Titelstory beim ZDF Heute-Journal und bei der Tagesschau zu werden. Als Entschuldigung hätten sie vielleicht sogar den Rundfunkbeitrag erhöht und diese Sendung abgesetzt. Ja, ihr habt richtig gehört. Erhöht. Damit sie jedem Einzelnen, der in den öffentlich-rechtlichen auftritt, nochmal ein schönes Diversity-Training bezahlen können auf unsere Kosten. Aber der ging ja gegen Deutsche. Ja, und weil der gegen Deutsche ging, also gegen diejenigen, die allgemein medial legitimiert die großen Unterdrücker der Gesellschaft sind, ist das anscheinend in Ordnung, so einen Witz über die Deutschen zu machen. Wie gesagt, ich verstehe schon, dass Moritz das als Witz meint. Der will das nicht wirklich. Aber hinter jedem Witz gibt es ja eine wahre Bedeutung. Und die wahre Bedeutung ist nicht irgendwie das Gegenteil. Wir sollten stattdessen abschieben. Die wahre Bedeutung ist, ey du Deutscher, sei leise. Du bist im Rentenalter auch zu nichts mehr, weiß ich nicht, fähig oder gut, wie auch immer er das meint. Und aufgrund dieser Tatsache solltest du dich mal gar nicht beschweren, weil deine Leute, also die deutschen weißen Rentner, ja auch nichts mehr wirklich einzahlen. Ne? Von daher, wenn wir schon über gesellschaftlichen Beitrag reden, dann packt euch doch an eure eigene Nase. Ja, bevor ihr hier auf die Gedanken kommt, irgendwelche Leute zu kritisieren, die nicht nur illegal in Deutschland sind, sondern auch keinen Euro eingezahlt haben, keinen gesellschaftlichen Beitrag geleistet haben. Es geht hier ja schließlich um Ausreisepflichtige. Die wahre Bedeutung ist zum einen, durch die morbide Extremität ein Dog Whistle auszuüben, ja, gleichzeitig auch das Overton-Fenster zu erweitern, also in eine explizit antideutsche Richtung. Ich meine, das hatte ja schon fast, naja, es hatte gewisse Implikationen. Und damit macht er am Ende des Tages eines klar. Gegen die Deutschen ist alles erlaubt. Gegen die Deutschen darf man so hart und so geschmacklos schießen, wie es nur geht. Aber wehe, man geht einmal in die andere Richtung. Selbst mit lustigen Witzen, die Sinn ergeben. Dann ist hier Land unter und die Karriere beendet. Und dann wäre da noch der unendliche Selbsthass, der aus jedem dieser einzelnen Worte hervorquillt. Man schreibt solche Witze nicht zufällig. Man schreibt solche Witze, wenn man sich selbst und die eigenen Leute nicht mag, sie verachtet. Das ist dieses deutsche Selbstverständnis von, ja, das ist furchtbar für die, aber wir müssen auch mal an uns denken. Ja, Moritz, das sollten wir. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, den Rest davon müssen wir uns nicht anschauen. Der eine Witz hat, denke ich, jedem Einzelnen, der normal denkt, gereicht. Dafür haben wir alle gezahlt. Das waren eure Öffentlich-Rechtlichen mit Moritz Neumeier. Und wie gesagt, ich verstehe Humor, ich kann über alles lachen. Auch über morbide Witze. Aber wenn so offensichtlich klar ist, dass dieser Witz einfach nur eine Abneigung gegenüber den Deutschen klar macht, dann fällt es auch mir schwer, darüber zu lachen. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, meine lieben Freunde, lasst hier doch einfach mal ein Abo da, könnt mich auch finanziell mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen, kauft den Merch, folgt mir bei Telegram, Links sind in der Beschreibung und ein Aufwartenfenster nach linksextrem erweiternden Humor zu kritisieren schadet nie und f*** PC.